So this is one more chat of the EMHA. EMHA is the European Headache and Migraine Alliance. It's the European umbrella of the patient organizations in Europe for migraine or cluster headache. And this is our team in Switzerland, or this is the patient organization in Switzerland that it's a member of EMHA. And this is the talk that we have organized together with them to get information or be informed about COVID-19 and migraine. We have the honor to have today with us Dr. Hans Gut. How do you say good? Sorry. Good sounds very good. Dr. Gut and Dr. Colette André. I'm going to give the floor to Dr. Gut, and we are going to start right now because we have a quite interesting information to listen from them. Good. Vielen Dank, Elena. Das war sehr gute Einführung. Guten Abend, liebe Teilnehmer. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Webinterview zu Migräne und Covid. Mein Name ist, wie Frau Elena Ruiz de la Torre gesagt hat, Hans Gut. Ich bin der Präsident von Migraine Action, der nationalen Patientenorganisation der Migräniker in der Schweiz. Wenn Sie daran denken, wie sich die Covid-Situation jetzt entwickelt in der Schweiz, so ist doch unser Thema brandaktuell. Deshalb freue ich mich, Ihnen ganz speziell Frau Dr. Colette André, meine Interviewpartnerin, kurz vorzustellen. Frau Dr. André ist nicht nur Geschäftsführerin von Migraine Action, sondern auch die Initiatorin und Leiterin von Eurolight, der größten europäischen Studie über die Prävalenz von Migräne und Kopfschmerzen, den Einfluss von Migräne und Kopfschmerzen auf die Betroffenen und die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Also bestens qualifiziert, um zu diesem Thema Auskunft zu geben. Und Frau Dr. André ist auch selbst betroffen. Und deshalb wird sie uns sicher interessante Insights auch als Betroffene mitteilen können. Vielleicht als Einstieg, Frau Dr. André, eine Frage: Warum ist man überhaupt oder wird man zum Migräniker? Ja, ganz herzlichen Dank. Auch in meinem Namen möchte ich mich bei der Europäischen Migräne- und Kopfschmerzallianz und ganz speziell auch bei Elena bedanken für diese Einladung an dem europaweiten Initiative zu Kopfschmerz und Migräne während der Corona-Zeit dies mitzugestalten. Jetzt, ja, warum wird man oder warum wurde ich auch zum Migräniker? Eigentlich ist Migräne eine angeborene Reaktionsbereitschaft. Das heißt, man kommt eigentlich schon als kleines Baby mit einer Möglichkeit, auf die Welt eine Migräne produzieren zu können. Und das hängt dann davon ab, ob man äußere Trigger oder innere Trigger, darüber reden wir vielleicht noch, dazu kommen, eine Migräne auszulösen. Grundsätzlich sind Migränepatienten in ihrer produktivsten Lebensphase am schwersten betroffen. Das heißt, weltweit, sie sind nicht allein, auch in der Corona-Zeit sind sie nicht allein. 1 Milliarde ungefähr leidet darunter, also 1 Milliarde und eins vielleicht. Und sie, viele Menschen wissen es vielleicht gar nicht mal, dass sie Migräne haben, denken, sie hätten andere Kopfschmerzen. Meistens sind Frauen dreimal stärker betroffen als Männer. Und wie gesagt, wir werden jetzt ganz speziell ein Thema, glaube ich, zum eigentlich darüber, wie kommt man überhaupt zu Migräne? Ja. Jetzt die Frage, was löst Migräne aus? Was kann sie auslösen? Und das ist vielleicht ein Einstieg jetzt in unsere Diskussion zu Covid. Also ich versuche es mal so zu sagen, Migräne ist irgendwie so wie ein Gewitter. Das heißt, es braucht bestimmte Faktoren beim Gewitter, kühle Luft, warmer Aufwind, kalter Fallwind, nicht unbedingt für Migräne, aber all diese Faktoren braucht es, um ein Gewitter
auszulösen. Und so ähnlich geht das uns eigentlich auch bei der Migräne. Auch bei der Migräne haben wir ein Gewitter im Kopf. Die auslösenden Faktoren bei Migräne, die nennt man auch Triggerfaktoren. Diese Faktoren sind nicht für jeden gleich. Sie sind von Person zu Person unterschieden. Manchmal braucht es auch eine Kombination von verschiedenen Faktoren, um eine Migräne auszulösen. Die meisten Migränepatienten kennen einen oder mehrere Triggerfaktoren. Sie können alleine oder manchmal nur in Kombination eine Migräne auslösen. Es gibt aber nicht nur auslösende, sondern auch schützende Faktoren. Ich zeige Ihnen aber hier nochmal ganz kurz, welche Möglichkeiten Triggerfaktoren sind. Zum Beispiel, Sie trinken nicht genug oder Sie vergessen zu trinken oder Sie überspringen eine Mahlzeit. Oder umweltbedingte Reize, das kann zum Beispiel auch ein unangenehmes Parfum sein, es können Geräusche sein, zum Beispiel an der Telefonschlange immer diese gleichen, einen Moment bitte warten Sie, bitte einen Moment bitte warten Sie, und das kann schon langsam eine Migräne auslösen. Es kann aber auch Stress sein, positiver oder negativer Stress. Man kann sich freuen oder traurig sein oder streiten. Alles das kann eine Migräne auslösen. Und wie gesagt, es ist bei jedem Migräniker irgendwie anders. Und wenn man jetzt schaut, es gibt eine sogenannte Migräne-Schaukel, kann man sich das vorstellen. Auf der einen Seite hat man seine Trigger und auf der anderen Seite hat man seine schützenden Faktoren, seine Ressourcen. Und die können ganz, ganz unterschiedlich sein. Die können zum Beispiel, das können zum Beispiel Bewegung sein, Entspannung, das kann soziale Kontakte mit Freunden ausgehen, das kann regelmäßig Yoga sein, das kann auch die Hobbys sein. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, seine auslösenden Faktoren mit den Ressourcen etwas auszugleichen. Ist etwas Spezielles zu diesen Triggerfaktoren in der Corona-Zeit? Also Triggerfaktoren in der Corona-Zeit. Okay, ich versuche das mal irgendwie herauszufinden. Sie sehen, in der Corona-Zeit ist die Migräne-Schaukel irgendwie aus dem Lot. Die Corona-Zeit ist eine, mit ihren Herausforderungen können wir auch irgendwie als Härtetest anschauen für Kopfschmerzattacken. Wie haben Sie zum Beispiel Ihre Kopfschmerzen in der Corona-Zeit erlebt? Kam es zu mehr oder zu weniger Attacken? Waren sie schlimmer oder waren sie weniger lang? Welche Veränderungen in der Corona-Zeit würden Sie als positiv oder als negativ beurteilen? Haben Sie zum Beispiel regelmäßiger gegessen? Sind Sie öfters zur gleichen Zeit ins Bett oder schlafen gegangen? Haben Sie mehr Mahlzeiten übersprungen oder haben Sie weniger vielseitig oder sogar gesünder gegessen? Während das Fitness geschlossen war oder Sie nicht mehr gemeinsam mit Freunden etwas unternommen haben, haben Sie neue Aktivitäten gefunden? Zum Beispiel den Hund das Nachbarn spazieren zu führen oder mit der Familie Veloausflüge zu machen? Oder haben Sie mehr gestritten als sonst oder vielleicht mehr gelacht? Wie haben Sie die vermehrten Momente der Ruhe, wie haben die auf Sie gewirkt? Zum Beispiel weniger Flugzeuge am Himmel? Keine Grillpartys, das auf Nachbars Balkon? Kein Stau auf der Autobahn. Der Weg zur Arbeit dauerte plötzlich nicht mehr Stunden, sondern Minuten. Fragen über Fragen. Es gibt aber auch mögliche Auslöser, die sich wenig verändert haben. Zum Beispiel Wetterwechsel oder die warmen Temperaturen. Bei den Frauen Hormonänderungen, speziell bei der Mens. Und sind diese Auslöser in der Corona-Zeit eigentlich gleich schlimm für Sie geblieben? Wir haben gemerkt, dass die Corona-Zeit aber auch bei vielen Kopfschmerzbetroffenen für Verunsicherung eigentlich einen Anlass gab, zu zusätzlichem Stress.
Zum Beispiel momentan erreichen uns per Telefon oder schriftlich viele Anfragen Angst, dass nicht genügend Kopfschmerzmittel in den Apotheken vorrätig ist, also vermehrte Trigger, Angst, zum Arzt zu gehen, obwohl der Termin wichtig wäre. Angst, die Schmerzen ohne den Physiotherapeuten oder die Physiotherapeutin nicht mehr auszuhalten. Angst, dass die Schmerzmittel sie sogar anfälliger für Covid-19 machen. Zu all diesen Unsicherheiten haben wir für Sie eine konkrete Frage- und Antwortliste auf unserer Webseite www.migraineaction erstellt. Es hat sich eigentlich für jeden von uns etwas geändert. Schreiben Sie am besten die individuellen Änderungen auf. Vielleicht können Sie den einen oder anderen schützenden oder auslösenden Faktor neu entdecken. Es wäre sogar möglich, dass Sie herausfinden, dass Schokolade gar kein Auslöser für Ihre Migräne war, sondern der Heißhunger, der Wunsch, Schokolade zu essen, nur eine Ankündigung für eine Migräne war. Egal, ob Sie Schokolade gegessen haben oder nicht. Auf jeden Fall ist ein Kopfschmerzkalender oder Tagebuch zu führen eine wichtige Hilfe, besonders auch in der Corona-Zeit, um beim nächsten Arztbesuch auch dies hilft zu unterstützen. Aber etwas, was sich in der Corona-Zeit eigentlich nicht geändert hat, das ist, dass wir Sie etwa gleich gut in dieser Zeit versuchen zu unterstützen. Audrey, vielen Dank. Eigentlich, was uns jetzt interessiert, ist, was hat Migraine Action für die Kopfschmerzpatienten in dieser doch sehr schwierigen Zeit speziell aufgegleist, um sie zu unterstützen? Also helfen heißt im Moment auch für uns auf soziale Kontakte zu verzichten. Aber helfen und zusammenwirken kann man auch kontaktlos. Auf der Webseite www.migraineaction, wie Sie sehen, haben wir für Sie eine große Auswahl von Informationen und Links zu Kopfschmerzen, aber auch konkrete Fragen und Antworten zu Covid-19 erstellt. Sie können uns aber auch 24 Stunden schreiben oder auf unser Kopfwehtelefon anrufen. Das Kopfwehtelefon ist Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr für Sie da. Wir haben auch speziell in der Kopfschmerzzeit haben wir für Sie eine Videoserie mit Kopfschmerzexperten aus der Schweiz zusammengestellt, die Sie anschauen können. Wir haben auch teilweise Webinare, das sehen Sie jetzt leider einfach nur meinen Kopf, aber es gibt auch andere Webinare, haben wir für Sie zusammengestellt zu Migräne und Covid. Und ab dem September haben wir auch wegen Covid für Sie neu den Newsletter erstellt. Sie können jeden Monat den monatlichen Newsletter anschauen und die neuesten Informationen und Tipps zu Tipps und Kopfschmerzen Sie damit auf dem Laufenden halten. Wie Sie sehen, der Alltag ist im Moment etwas anders, aber unser Engagement, Sie zu unterstützen im Umgang mit Migräne und Kopfschmerzen, das bleibt. Gerne bin ich aber auch bereit, ausgewählte Fragen von Patienten, die uns vorher eingekommen sind, schon jetzt zu beantworten, die uns schriftlich noch vor diesem Interview eingereicht worden sind. Ja, eine wichtige Frage, die sehr oft gekommen ist, ist es in dieser risikoreichen Zeit besser, meine Migräne-Medikamente abzusetzen? Also eine bestehende Medikation sollte nicht ohne ärztliche Rücksprache erfolgen. Man sollte sie nicht absetzen. Das Unterbrechen einer Therapie kann zu vorübergehenden Schwächung des Immunsystems führen. Bislang sind aber Nachrichten bezüglich einzelner Wirkstoffe, wie man geglaubt hat, die eine Corona-Infektion verschlimmern können, nicht bestätigt. Schmerzmittel wie Ibuprofen können weiterhin eingenommen werden. Wichtig ist, dass alle akuten Kopfschmerzmittel nicht an mehr als drei Tage hintereinander und nicht an mehr als 10 Tagen im Monat eingenommen werden.
Bei höheren Einnahmefrequenz besteht die Gefahr einer Chronifizierung, als einem täglichen Kopfschmerz. Am besten, Sie besprechen die bestehenden Alternativen mit einer medizinischen Fachperson und um eine auf Sie angepasste vorbeugende Therapie, also nicht medikamentös oder medikamentös, zu finden. Falls die nicht-steroidalen Medikamente zum Beispiel trotz korrekter Einnahme ungenügend bei Migräne wirken, können Sie zum Beispiel zu Ihrem Arzt gehen und auf eine Alternative, auf ein spezifisches Migränemittel aus der Reihe der Triptane dann verschrieben bekommen. Triptane gibt es auch zum Beispiel, wenn es Ihnen übel ist, als Nasenspray oder als Spritze. Eine weitere Frage. Gibt es Mittel, die gegen Covid-19 schützen? Das ist eine schwierige Frage. Also ein Mittel, die Einnahme von immunstärkenden Mitteln wie Zink, Selen, Vitamin C, das verhindert keine Corona-Infektion. Es kann aber das Immunsystem allgemein stärken. Es gibt gar keine Belege, dass übliche Mittel zum Vorbeugen gegen Grippe einen schützenden Effekt haben. Am besten ist es, dass Sie Ihre eigenen Ressourcen und schützenden Faktoren finden und diese stärken. Gibt es noch eine weitere Frage? Ja, klar gibt es noch eine weitere Frage. Und zwar, die Migräniker kennen die Masken, aber jetzt müssen wir die Masken auch tragen wegen Covid. Ist die Maske ein Trigger? Also wie Sie gesagt haben, die Maske. Also die Maske, wie wir sie kennen, kein Problem, die lieben wir. Auf die Augen zu und kalt, das brauchen wir bei Migräne, wir sind es gewohnt. Aber diese Maske hier, die sind wir nicht gewohnt, die gefällt uns überhaupt nicht. Und zwar hat das einen Grund, nicht, weil wir nicht genügend Sauerstoff bekommen. Viele Patienten haben Angst, dass sie nicht genügend Sauerstoff bekommen. Aber bei den normalen Stoffmasken, die man so selber näht, oder bei den Einwegmasken, den chirurgischen Masken, da ist überhaupt kein Problem. Auch bei den FFP1-Masken ist genügend Sauerstoffzufuhr. Es ist erst bei den FFP2-Masken, also den höheren Masken, die noch stärker schützen, da kann es dazu kommen, dass weniger Sauerstoff die Sauerstoffzufuhr verschlechtert wird und es dann natürlich auch verstärkt zu Migräne und Kopfschmerzen kommen kann. Aber meistens stört es, ist es wahrscheinlich ein Stressfaktor, über Nase und Mund etwas angedrückt zu haben und dass man auch nicht sieht, wie zum Beispiel, ob der Partner lacht oder ob der Partner weint. Man sieht ein oder derjenige, dem man auf der Straße begegnet, man sieht die Mimik der Menschen nicht. Und das ist auch, die sozialen Kontakte sind so etwas auch vermindert, also etwas Ressourcen weggenommen. Aber grundsätzlich sind die Masken, wenn Sie die einfachen Masken meinen, keine erschwerte Sauerstoffzufuhr. Ich wollte jetzt aber auch noch fragen, ob irgendwie im Chat noch weitere Fragen gekommen sind. Ich schaue mal an, ob irgendwelche Fragen im Chat da sind. Ich sehe jetzt nicht. Ich sehe jetzt keine weitere Fragen. Elena? At the moment, I do not see any other questions. Are there any questions from your side which you think are important? I can translate them then in German and give the answer in German. These three questions I have said is it better to stop the medicaments for migraine because they are afraid, or are there any special medicaments against COVID, or is the mask a trigger for migraine? Are there any other questions which you think are of importance? In some of the talks, people asked
What about the masks? Can masks trigger more migraine attacks? Or why do we have more migraine attacks at this moment? Is it due to COVID? This is the question which I tried to answer, the question number three, which was a specific, and also maybe in English I can answer. It is really, normally it's more the stress of wearing a mask and the normal mask, the tissue mask or the mask you can just use for once. Those ones are not are giving you sufficient oxygen. It's just the mask which have a higher protection, which lower the oxygen, and then they can then even trigger a migraine. But the other, we're just wearing a mask, I think, is already triggering the stress of wearing a mask. That's the anxious, being anxious that the migraine could come, can lower the level of producing a migraine. So you produce it more often. So so those elastics that you have behind your ears, and they are all the time, you have this tension all the time on the behind the ears, and they are putting pressure on your head and so on. That's not a trigger, or it could be. Also, Elena fragt, I translate your question, because I think it's a very good, ich glaube, Elena hat eine sehr gute Frage gestellt, und zwar, ob das, wenn wir so stark ziehen, die Masken uns so stark ziehen, ob das ein Migräneauslöser ist. Ich würde hier sagen, es ist so wie bei jedem möglichen Auslöser. Bei den einen kann ein Druck, ein konstanter Druck, eine Migräne auslösen. Bei anderen kann es sein, dass es keine auslöst. Und in den meisten Fällen soll man, wenn man merkt, dass es stört, kann man das ja irgendwie selber einen Faden ziehen, dass es etwas lockerer ist. Ich sehe gerade aber noch, dass wir in den frequently asked question, is it more serious to experience spontaneous migraine at night. Eine Frage, die jetzt aufgekommen ist, ist es, kommt es jetzt öfters vor, dass man Migräne in der Nacht hat? Es gibt die typischen Migränen in der Nacht, die gibt es auch sonst. Am meisten, als Trick sagt man dann, wenn man regelmäßig Migräne in der Nacht kriegt, dass man es versuchen soll, bevor man schläft, einen Espresso zu trinken. Und dann hat man manchmal in der Nacht dann diese Migräne nicht mehr. Warum so genau, das weiß man nicht, aber es ist ein guter Trick. Aber dass man jetzt in der Nacht vermehrt Migräne hat, das kann vorkommen, weil der Schlaf vielleicht nicht mehr so tief ist und man Angst hat und man dann plötzlich dann die Migräne, die erst am Morgen gekommen wäre, dann schon mitten in der Nacht dann auch schon erfällt. Weil meistens baut sich die Migräne langsam auf und dann ist sie dann am Morgen da. Und so kann es sein, dass sie schon mitten in der Nacht da ist. Yes? Sorry, I thought you finished. No, but you could say that in English too, because this lady who asked that question wrote it in English. And I think there's a mix of English and German there. I'll try my English, huh? So normally you experience the migraine in the morning when you wake up, and then you knew maybe in the evening there could be a migraine, but you go to sleep and in the morning, boom, it's there. So it could be that one reason could be that you sleep less good, less deep, and then you wake in the night, you wake up and you experience the migraine, which you normally would only experience in the morning. You experience it already during the night. But there are also people, not only during Corona time, which regularly say that they, and even they don't have cluster, they have migraine, they wake up in the during the night and they have a migraine, a typical migraine. And there is a trick for that. The trick sounds a little bit paradox, because before you go to bed,
you take an espresso or big coffee, and then you go to sleep. And for this type of migraine, many people tell us that then they do not get waken up during the night and they don't experience that migraine. But it has to be a decaf. If you take a coffee before going to bed, you don't sleep afterwards. Those people, they do. It's paradox. That's why I said it's paradox. Normally you would say you can't sleep or it's not good. But people who experience typical migraines regularly during the night, it is a recommendation to take not a decaf, to take caffeine just when they go to sleep. We do not know why, but it seems to work. Well, that's a good trick. That's a good trick. And you know, today I read the news from US that 70% of the population in US say that they have more migraine attacks during these COVID times. I translate and I answer in English and in German, no problem. Okay, yeah, you do it. I translate your question. We all have more migraine attacks, and it's true, we are all more sensitive. Yeah. Elena hat gerade die Frage gestellt, dass eine amerikanische Studie gezeigt hat, dass während der Corona-Zeit 72% der Patienten vermehrt Migräne empfinden. Ich glaube, das sieht man in dieser Migräne-Schaukel, die ich vorher gezeigt habe. Die Migräne-Schaukel, auf der einen Seite befinden sich die auslösenden Faktoren, auf der anderen Seite befinden sich unsere Ressourcen. Das heißt, es kann sein, dass wenn man in dieser Zeit vielleicht nicht nach außen spazieren geht, sondern nur sitzen bleibt und dauernd nur vorm Bildschirm sitzt die ganze Zeit und sich keine Entspannung der Augen gönnt und nicht schaut, was für mögliche Ressourcen habe ich noch. Oder zum Beispiel, wenn man als Hobby Chorsingen hat, zusammen singen, la 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 la, zusammen, aber jetzt kann man nicht nach außen gehen, man kann nicht singen gehen. Da muss man schauen, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht letztlich. Vielleicht kann ich über Zoom mit jemandem singen und gemeinsam etwas. Also die Ressourcen gleichzeitig. Ich glaube, das Problem ist, man muss versuchen, diesen neuen Auslöser zu finden, zum Beispiel bei der Maske, die Maske etwas weiter zu machen oder eine andere Maske zu tragen. Wenn man nicht ins Fitness gehen kann, vielleicht in die Natur zu gehen, spazieren zu gehen, einen anderen Ausgleich zu finden. I try in English. I guess it's like I showed before, it's in kind of an equilibrium. You have trigger factors which really put the level lower to produce a migraine. And you have resources, your positive factors, which help you to raise the level. And if these are not in equilibrium, you get more. If it's like this, you get more migraines. And many people haven't see that they have more triggers. For example, they watch the whole time like we do now. We watch a screen, which we shouldn't do. I wish I would have my sunglasses so that would be less good. So some people try to find out, oh, the screen is a trigger, and then they wear sunglasses. So that trigger is taken away. So you have to find what's the new trigger? How can I overcome the trigger? Or for example, they have less resources. The fitness center is not open. Where do I do my sport? Take a dog from the neighbor or take your partner or somebody else and go to walk in nature. You have to find new resources. And if you can't go swimming anymore, maybe you find also other hobbies. I have some people who told me, we are singing in a group every once a week. That's great. No, they can't go anymore. The social contact is not there. What they've done now, they Zoom. They make a Zoom and they sing together. So find the resources which you don't have and find new ones. And the triggers, the new ones, try to find how you can escape. For example,
instead of eating in front of the screen the whole time chips and stuff, try to eat more healthy or more regular, or put a red dot on your screen to remind you that you need to drink. So because then you're finding ways how to find this equilibrium. I think at the beginning, this is like that, and that's why more people have, and then they find, okay, I can overcome those triggers, and now I find the resources, the new resources to level this out. And it's very normal that at the beginning we have more. Yeah, okay. There's one more question now. Do you think CGRP injections are a real step forward, or are only a very few people gaining benefit? You mean the calcitonin gene-related peptide? Is that what you said? The question is about CGRP. Yeah. CGRP. The new CGRP injections, are they a real step forward, or are only a very few people gaining benefit of it? I translate it in German and then I come to English. Die Frage ist, sind die neuen Medikamente zum Vorbeugen von Migräne, die nennt man Calcitonin Gene Related Peptides, also CGRP. Und diese Produkte, die Frage ist, sind es wirklich eine Revolution, helfen die wirklich mehr? Oder, und die zweite Frage ist, können nur sehr wenige Patienten einen Nutzen davon haben? Ich würde mal zur ersten Frage kommen. Diese vorbeugenden Medikamente sind die ersten vorbeugenden Medikamente, die spezifisch für Migräne entwickelt worden sind. Das heißt, sie helfen auch schneller. Normalerweise die vorbeugenden Mittel, die wir bis jetzt haben, da hat man bis zu 3 Monate gebraucht, bis man sagen konnte, ob die überhaupt wirken. Hier sieht man schon oft nach der ersten oder zweiten Woche einen Effekt. Und normalerweise haben die üblichen vorbeugenden Medikamente haben sehr viel Nebenwirkungen. Man wird müde, man wird nervös, man vergisst, man hat Konzentrationsstörungen oder man nimmt an Gewicht zu. Diese neuen Medikamente haben diese Nebenwirkungen nicht. Das Einzige, was man manchmal hat, es piekst an der Stelle, wo man das Medikament eigentlich dann bekommt. Und apropos pieksen, sind wir auch schon wieder bei einem Vorteil. Sie müssen nur einmal im Monat und nicht jeden Tag genommen werden. Man muss also nicht jeden Tag dran denken, oh, ich bin Migränepatient, ich muss schlucken, sondern einmal im Monat, Tag und vergessen und so fort. Das ist eine Möglichkeit. Dann eine andere, die zweite Frage war, ist eine Limitation. Ich glaube, der Grund, warum es eine Limitation gibt, ist nicht, weil es keine guten Medikamente sind, sondern es ist eher, weil sie sehr teuer sind. Und weil sie teuer sind, muss man versuchen, ein System zu finden, das die Patienten, die sie wirklich benötigen, auch dazukommen. Und wir haben das Glück in der Schweiz, dass wir, wenn wir 2 oder 3 andere vorbeugende Mittel bereits durchprobiert haben und die keinen guten Effekt oder einen ungenügenden Effekt oder zu viel Nebenwirkungen haben, dann können wir zum Neurologen gehen und dieser Neurologe kann uns das Medikament verschreiben. Oder er kann es auch direkt verabreichen. In anderen Ländern ist das leider nicht der Fall. In Frankreich oder in Belgien, da kämpfen die Patientenorganisationen noch immer, dass es überhaupt von den Krankenkassen rückerstattet wird. I'll try in English. The calcitonin gene-related peptides, the CGRPs, they are monoclonal antibodies and they are really, I would say, revolutionary. Because before we never had drugs which were specific to prevent migraines, which were specifically developed for migraine. And also the old, what I call old
migraine prevention drugs, they are not bad, but they have quite a lot of side effects. For example, you gain weight, or you lose concentration, or you get tired the whole time. And these new drugs, we don't see those side effects. What we see is it's hurting at the place, for a little minute, at the place where you inject it. But there I am already at the next positive thing. You inject it only once a month, not every day. You take it once and you are not a patient every day. You can forget about it. So the next month you get it again. Okay, but you don't have to take every day and to remind you, I will not forget my migraine drug. So I think this is also a major advantage. So the less side effects, only once a month or only once every 3 months, depending on the product and the way that these drugs are given, they are given with caution. The caution is not because they are dangerous, but the caution is because they cost quite a lot. And in Switzerland, we are in a very good situation that if we go to a GP, to the general practitioner, and that the doctor has tried 2 or 3 different preventive treatments, or they did not work, or they had side effects, then he can send you to the neurologist, which then can prescribe it, and the health insurance pays for those new drugs, which I think they are revolutionary, and they are also for another way revolutionary because they are so quick in reacting. Normally the other preventive drugs, you'd have to take them 2 or 3 months until you see a little reaction. But these quite often already after 1 or 2 weeks, you see a very, very quick reaction. And some patients even tell us after 2 or 3 weeks from 15 migraine attacks a month, they have none. So there are even super responders, and I would say this represents a revolution for us. And we should help those countries like France or other ones, which still are fighting to get health insurance to pay for these drugs, to give them enough support so they can reach the very good situation we have in Switzerland. So it's in Switzerland, how is the access to this new CGRP therapy? Is it easy to get one? Is it only given by the healthcare system, the social healthcare system, or you can get it in a private doctor too? Or can you buy it in a pharmacist? Or how do you get it? There are different ways. Actually, you can, if even not, your GP is prescribing it, you can go to the pharmacy, but then you have to pay it yourself. So this is not a good social justice way. But your GP, if he thinks that you deserve this treatment or you need this treatment, he can then, and it's not so difficult, he can then send you to the neurologist, and then the neurologist can directly give it to you. Or if he writes the prescription, you can go to the pharmacy and get it for free because the health insurance pays then for it. Oh, I see. I explained this already in German, that's why I don't need to translate. Okay, so it's very well organized in Switzerland at this moment, because there are many other countries in Europe that don't have access yet, or very little access, and there's very few people having the opportunity of having a benefit of it. I think you have another question here. Let me have a look. No. So they are giving, they are thanking you. They're thanking you for your marvelous answers, and in English too, for translating it into English. They say that this is a very useful webinar. I think also in case that people have other questions, they can write also to us info@migraineaction.ch,
or go on our website. Und das heißt, wenn andere Fragen kommen, dann können Sie sehr gerne uns auf dem Kopfhörertelefon anrufen. Wir antworten die sehr gerne. Oder wir können auch, Sie können uns schreiben auf info@migraineaktion.ch und dann können Sie hier die Fragen dann entweder schreiben oder uns direkt sagen. Aber etwas ist auch noch sehr wichtig. Das wollte ich jetzt noch, schau mal, ob das jetzt geht. Jetzt momentan klappt es nicht, aber ich wollte Sie noch etwas sehr Wichtiges hier hinweisen. Und zwar die Europäische Migräne- und Kopfschmerzallianz, die hat zusammen mit den Patientenorganisationen in Europa das Migräne-Movement auf die Beine gestellt. Eine ganz, ganz, ganz tolle Initiative. Many thanks, Elena. I think it's a great initiative. Und ich glaube, jeder sollte einfach da drauf gehen und sich registrieren, weil je mehr wir sind eine Milliarde, also gehen Sie drauf, zeigen Sie, dass wir eine Milliarde sind. Und dann ist diese Movement, diese Bewegung eine richtige Bewegung von uns allen. Egal welche Sprache, Englisch, Italien, French, doesn't matter. Just go on it. Es ist in vielen Sprachen auch vorhanden. Sie können en français, in Italiano, in Espanol, in English, you can go and see it. Please go and have a look. I think it's great, great, great. Thanks, Elena, for this migraine movement. I think we really, sorry, Dr. Good. No, it's fine. I think it's important that we, the patients, we become together and we get strong in one voice. And we are the ones who have to ask policymakers or science or research, so on, to research about us, to give us the tools and treatments and so on to treat our disease. We are the ones who need to ask for it, and we need to be all together as a strong voice. Otherwise, it gets like looted and we don't get anywhere. So this is the reason why we need to be under this, the migrant movement.com. And I would like to invite our listeners to register in that migrant movement and become part of it. Also dann kurz Übersetzung. Frau Elena De La Torre hat eigentlich uns daran erinnert, dass wir nur eine Chance haben, wenn wir vereint unsere Stimmen erheben und die vielleicht sichtbar machen in the Migraine Movement, uns da vertreten lassen von den einzelnen Organisationen, damit auch alle anderen und nicht nur zum Teil Leute diesen neuen Treatments profitieren können und sie auch zu einem akzeptablen Preis bekommen. Ja? Und ich möchte mich jetzt eigentlich bedanken, zuerst bei Frau Dr. André für das interessante Gespräch, Interview. Ja. Ich möchte mich bei Frau Elena Ruiz de la Torre bedanken, dass sie uns das organisiert hat. Ja. Das ist sehr wichtig und dass sie dieses Migraine Movement auch hat, um die ganzen Stimmen in Europa zusammenzubringen. Und ich möchte Sie vielleicht noch einmal daran erinnern, dass wir Ihnen eine ganz gute und migräne- und kopfschmerzfreie Zeit wünschen. Vor allem auch, weil ich glaube, die Situation mit Covid wird nicht leichter und wir müssen es schaffen, uns mit dieser Situation auseinanderzusetzen und sie zu meistern, wie wir auch andere schwierige Situationen schon gemeistert haben. Also vielen Dank für die Teilnahme. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Gute, gute Gesundheit. Okay, so thank you very much to our speakers. It has been an honor for us to have you here today. And thanks a lot to the participants. And so for you to know, this talk will be recorded and will be placed at the YouTube channel of EMHA. You can find it there and check everything you may not remember or you may have a doubt and go back again and review it and so on.
So please go ahead, send all your questions if you have any other one to Migraine Action in Switzerland. And we hope to have you back in our next talk. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Good. Thank you, Colette, for this very interesting talk. Thank you too. Bye-bye. Thank you too. Ciao. Bye-bye.